Das antike Amphibienbundle ist eine neue Mod für Jurassic World Evolution 2, welche vier neue spielbare, ja, prähistorische Amphibien in das Spiel bringt. Außerdem bekommen wir auch noch 14 neue Deko-Objekte. Schon mal vielen, vielen lieben Dank an den Mod-Ersteller Luca2951. Deine Mod ist wirklich cool geworden und ich werde euch die jetzt vorstellen. Hier habt ihr schon mal einen kleinen Überblick, was alles durch die Mod ins Spiel kommt. Oben links seht ihr die vier neuen Spezies. Ganz unten in der Reihe könnt ihr ein Building-Kit sehen für ein Gehege, was wir gleich auch noch im Speedbuild gemeinsam bauen werden. Ja, und die anderen, die nicht markiert sind, das sind einfach nochmal so Deko-Objekte. Schilder, Bäume und auch Statuen. Und als allererstes haben wir hier den Antrakosaurus. Sieht ein bisschen aus wie ein Komodo-Varan. Aber der hat richtig krasse Zähne. Können wir aber gleich uns auch noch mal ein bisschen genauer angucken, wenn er frisst oder sowas. Ah, hier sehen wir jetzt erstmal die Sozialisieren-Animation. Das ist die Animation von dem Dimetrodon. Oh, da können wir jetzt die Zähne sehen. Das ist perfekt. Das sind schon mächtige Beißer. Und der frisst auch Fisch. Dafür gibt es durch Mods auch einen Fischfieder, den man dann an Land platzieren kann. Oh, der schwebt ein bisschen. Das hier ist die zweite neue Spezies, die wir durch das Pack bekommen. Das ist der Diplocaulus. Den kennt man, glaube ich, auch, oder? Also von dem habe ich auf jeden Fall schon mal gehört und den habe ich auch schon mal gesehen. Das ist ja ein cooler Skin hier. Der gefällt mir sehr, sehr gut. Die sind übrigens auch nicht so groß. Die sind relativ winzig. Ist immer schwer einzuschätzen. Ich kann euch ja mal eben im Vergleich dazu. Genau, wir können ja mal einen T-Rex oder so uns schnappen. Dann seht ihr, wie winzig der ist. Also der T-Rex dagegen ist riesig. Wo rennen sie denn überhaupt hin jetzt gerade? Sieht auf jeden Fall interessant aus, wie die hier lang koppeln. Ah, sehr gut, jetzt hält er gerade mal ein bisschen still. Ach, natürlich läuft er jetzt los, danke. Dieser auffällige Kopf ist schon echt krass, ne? Ja, auch ein sehr, sehr cooles Model. Leider passiert es ab und zu, dass der Schweif hier hinten in den Boden glitscht. Und die Animationen sehen halt teilweise nicht so ultra gut aus. Aber das hat man ja öfter bei Mods, sowas. Ach, guck mal, das ist, glaube ich, die Animation von dem Minmi. Bin mir aber gerade nicht ganz zu 100% sicher. Aber ihr seht, glaube ich, ganz gut, was ich meine, ne? Also glitscht dann so teilweise in den Boden. Finde ich aber gar nicht so schlimm. Solange die Laufbewegungen und so vernünftig aussehen, und das tun sie auf jeden Fall. Der ist ja auch süß. Das ist die dritte neue Spezies. Der Ichthyostega. Sieht auch echt gut aus. Zittert so ein bisschen beim Laufen, aber das finde ich jetzt nicht so schlimm. Übrigens, alle der vier neuen Amphibien fressen Fisch. Bei dem hier ist das ein bisschen verbuggt, leider, die Animation. Und das hier ist Nummer 4, der Platyhistrix. Den kennt man tatsächlich von Path of Titans unter anderem.
Hat auch ein sehr, sehr markantes Rückensegel. Und der ist auch winzig. Die sind eigentlich alle relativ klein, die Amphibien. Aber ich finde, der ist auch richtig gut gelungen. Sieht irgendwie süß aus, wie der läuft. So ein bisschen unbeholfen. Oh, bei dem sieht die Animation auch sehr, sehr gut aus. Das sind die vier Amphibien jetzt nochmal nebeneinander. Ich finde, das ist wirklich eine sehr, sehr gute Auswahl an Amphibien. Ich finde es auch cool, dass die sich alle unterscheiden. Wirklich vier tolle neue Spezies. Ein tolles Pack. Und das war ja auch noch nicht alles. Denn wir bekommen ja auch noch 14 neue Deko-Objekte. Unter anderem vier Schilder für die vier neuen Spezies. Da zoome ich auch gleich nochmal ran. Und dann bekommen wir sogar noch ein Wegweiser-Schild, was sehr, sehr schön ist. Hier ist dann nochmal die Spezies abgebildet. Dann steht da der Name, die Zeit, in der die gelebt haben, ein Größenvergleich und auch noch weitere Infotexte. Leider auf Englisch, aber das ist ja nicht so schlimm. Finde ich aber cool, dass das so detailliert ist. Das haben wir halt für alle vier neuen Spezies. Und dann noch dieses wunderschöne Wegweiserschild. Das ist echt hübsch. Wundert euch übrigens nicht, warum ich hier unten so viel in der Liste habe. Das sind auch noch andere Mods. Aber von der Mod, die ich euch heute vorstelle, sind halt diese fünf Sachen. Seht ihr auch an diesem kleinen grünen Kreissymbol, dass die aus der Mod kommen. Und das war noch nicht alles, denn wir bekommen noch 9 weitere Deko-Objekte. Das ist einmal von hier bis hier in der Liste. Achtet da am besten auch wieder auf den grünen Punkt, dann seht ihr genau, was von dieser Mod kommt. Da haben wir als allererstes einen toten Sumpfbaum. Sehr, sehr schick. Dann haben wir eine Holzwand. Die ist natürlich auch super, damit kann man echt gute Gebäude und sowas bauen oder irgendwelche Zäune. Die werde ich bestimmt häufig verwenden in meinen zukünftigen Parkbauprojekten. Und apropos Parkbauprojekten, es kommt bald auch wieder ein neues, ist schon in Arbeit. Wurde nämlich schon öfter in den Kommentaren gefragt. Das hier ist auch nochmal eine sehr, sehr schöne Dekowand. Tolle Farbe hier. Kann man gut für die Hintergründe und sowas benutzen. Dann haben wir auch noch einen Eingang. In den Paläozoic Swamp. Da ist sogar nochmal ein Schild. Okay, so mit Warnhinweisen. Aber ich finde es cool, wie detailliert die Sachen sind. Das ist schon echt Wahnsinn. Als nächstes haben wir einmal ein Dach. Das ist für etwas, was man halt mit diesem ganzen Bauset bauen kann. Das werden wir gleich im Speedbuild auch noch gemeinsam bauen. Dann seht ihr genau, wofür dieses Dach halt da ist. Und passend zu dem Dach haben wir auch nochmal hier das Unterteil. Das kann man hier genau reinplatzieren. Das sind einfach Glaswände. Da kann man dann perfekt dran herumlaufen. Also hier laufen dann die Gäste und hier drin sind dann die Amphibien. Kann man dann super beobachten durch das Glas. Und als nächstes haben wir hier auch noch so Algen, kann man auf dem Wasser platzieren. Da kann man dann auch eine schöne sumpfige Optik mit erzeugen. Es geht schon sehr, sehr gut mit den Bäumen und den Algen. Hier ist dann nochmal so eine Statue von dem Antrakosaurus und auch noch eine weitere Wand. Nochmal mit einer anderen Optik. Finde ich aber auch sehr, sehr hübsch. Auch wieder sehr detailliert. Und auch eine tolle Wand. Ja, Wahnsinn, ne? Wie viele coole Deko-Objekte wir bekommen haben durch die Mod. Und dann noch die vier Spezies. Ist halt fast schon wie so ein kostenloses DLC. Und jetzt bauen wir im Speedbuild mal eben schnell gemeinsam ein Amphibiengehege mit den neuen Bauteilen. Dafür habe ich erstmal diesen Glaskasten platziert. Und darum herum zeichne ich jetzt erstmal die Wege ein. Weil auf diesen Wegen können dann die Besucher ganz nah an das Gehege ran, also quasi direkt an die Glasscheibe und dann die Amphibien, die dort in das Gehege kommen, aus nächster Nähe beobachten. Und damit diese nicht ausbüchsen können, müssen wir auch noch einen unsichtbaren Zaun platzieren entlang der Glasscheibe.
In die Mitte kommt dann ein bisschen Wasser, weil die Amphibien mögen es logischerweise feucht. Und damit es nicht ganz so langweilig ist, machen wir eine Seite auch noch mit diesen grünen Rückwänden. In das Gehege kommen dann auch ein paar von diesen neuen vertrockneten Bäumen. Da einfach ein bisschen die Rotation ändern und die Drehung. Dann sieht es nicht so aus, als wenn es dreimal das gleiche Objekt ist. Jetzt kommen auch noch ein paar Fahnen in das Gehege und ein Fischfieder. Und auch noch ein paar Steine. Damit wir auch noch diese anderen Wände dort einbauen, habe ich mir überlegt, immer in die Mitte, zumindest auf der Vorderseite, einmal so eine Wand zu machen. Und da kommt jetzt der Deckel drauf. Und diese kleine Überdachung für den Eingang. Und dort ist dann auch der Eingangsweg. An die Seiten habe ich dann auch noch einige Holzwände gemacht. Aber ich habe das Ganze nicht komplett zugemacht. Einfach damit auch ein bisschen natürliches Licht reinkommt und man sich nicht so eingeengt fühlt. Als nächstes habe ich nochmal ganz kurz den Deckel weggemacht. Denn ich wollte noch in das Wasser ein ganz bisschen von diesen Algen da platzieren. Und ich wollte auch unbedingt noch diese Statue unterbringen. Deshalb habe ich hier nochmal den Weg ein bisschen verbreitert. Und hier kommt dann eine kleine Sitzecke für die Besucher hin. Außerdem durfte auch dieses wunderschöne Schild nicht fehlen. Und jetzt machen wir auch noch mal eine kurze Besichtigung, würde ich sagen. Wir gehen da einfach mal rein. Die sehen schon echt wunderschön aus, die Dekosachen. Hier drin ist der Diplocaulus. Die sind leider sehr, sehr winzig. Den kann man die gar nicht so gut erkennen. Aber das ist schon cool, dass man hier so reingehen kann. Und dann kann man einfach hier in das Gehege schauen. Können wir vielleicht noch ein bisschen anders gestalten. Nicht so viel Gras und sowas, damit man die besser sehen kann. Ich habe das halt jetzt gerade auf die Schnelle gemacht. Wir schauen uns das auf jeden Fall jetzt auch nochmal kurz von innen an. Und nach oben hin hat man sogar so ein schönes Luftgitter. Und hier sind dann unsere kleinen Mini-Amphibien. Hier ist der Fischfieder. Ja, und hier leben die in ihrem eigenen kleinen Gehege. Finde ich echt cool. Also ist echt eine sehr, sehr coole Mod. Und ich denke auch, dass wir viele von den Sachen, gerade diese Wände und sowas, zweckentfremden können für unsere zukünftigen Parkbauprojekte. Deswegen freue ich mich natürlich sehr über solche neuen Deko-Sachen. Schreibt mal gerne eure Meinung zu dem Ancients Amphibians Bundle in die Kommentare. Und falls euch das Video gefallen haben sollte, dann würde ich mich selber ein Like freuen. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.